Tom's Talktime, Folge 587. Scheiß drauf, was die anderen über dich sagen. TomsTalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute wieder aus dem sonnigen Mexiko, hier direkt von der Sea of Cortez, und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in die Nähe von Dortmund. Bei mir im Interview ist der David Röllecke. David, schön, dass du dabei bist. Hey Tom, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. David, du hast auch wieder eine mega geile Story hingelegt. Vor nicht ganz 3 Jahren hast du nachts noch Zeitungen ausgeteilt, um deine Rechnungen begleichen zu können. Und heutzutage bist du dabei, Business mit Millionenumsätzen aufzubauen. Du bist PR-Experte oder PR-Berater, und dein Daily Business ist, dass du Experten zu sogenannten A-Medien vermittelst, was auch A-Medien immer sind, das werden wir sicherlich gleich dann nochmal klären. Mittlerweile hast du schon weit über 100 Leute vermittelt, und du arbeitest wirklich auch mit vielen Prominenten zusammen. Du hast aus vielen Sternchen schon Stars gemacht. Du vermittelst jede Woche zwischen 20 und 30 Experten allein an Fernsehsender wie NTV, RTL, Sat1 und so weiter. Und hast dein Business zu deiner, oder deine Leidenschaft zu deinem Business gemacht, so rum. Und heute bist du hier beim Interview, und wir reden so ein bisschen über das Thema, wie man Experte wird, und natürlich auch über deinen Weg, wie du selber überhaupt dahin gekommen bist. War das so als Überblick richtig? Das hast du perfekt zusammengefasst. Ich bin begeistert. Da bin ich ja beruhigt, dann habe ich meine erste Hürde genommen. Aber das war natürlich nur ein Überblick. Erzähl da selber mal kurz was über dich, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht erst kurz was Privates. Wer ist der David als Privatperson? Und dann anschließend was über dein Business und wie das alles so gekommen ist, vom Zeitungsausträger zu irgendwelchen Millionendeals. Ja, also im Endeffekt David Röllecke, der Private, 36 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, wohnen schön auf dem Dorf in Breckerfeld, bin ein sehr, sehr, sehr entspannter Mensch und ein absoluter Familienmensch. Ich reise mega gerne. Das ist die private Seite, und die unternehmerische Seite ist halt so, dass ich wirklich ein Vollblutunternehmer bin und eigentlich nie genug kriege, an mir unwahrscheinlich hohe Anforderungen habe und ja, eigentlich jede freie Minute, wenn ich nicht bei der Familie oder sowas bin, dran arbeite, besser zu werden, mehr zu arbeiten, härter zu arbeiten, bessere Ergebnisse zu liefern. Und ja, mein Leben lang musste ich halt immer schon rennen, um diese Ziele zu erreichen. Und ja, jetzt bin ich quasi da angekommen, wo ich immer hin wollte. Aber ich lasse natürlich nicht vom Gas ab, damit ich auch immer auf der richtigen Spur bleibe. Ja, das ist wichtig. Man darf nicht bequem werden, nicht faul werden, weil dann kann man auch ganz schnell wieder zurückrutschen. Das stimmt. Wir haben jetzt gerade so Sachen gesagt wie, ich habe so Begriffe genannt wie A-Medien und PR-Berater, und du bringst Experten in die Medien. Erzähl mal kurz ein bisschen darüber. Was machst du da jetzt konkret? Also im Endeffekt kannst du dir den Tag so vorstellen. Ich nehme mir morgens wirklich meine Zeitung und überlege mir, welche Themen sind heute relevant. Dann haben wir im Portfolio derzeit so 15 feste Experten, also 15 richtig feste, langjährige Kunden, die wir vermitteln. Und das sind dann wirklich schon Wirtschaftsgrößen, die auch, wo selbst die Redakteure halt deutlich Respekt vorhaben. Und unsere Mission ist es halt, diese A-Medien zu nehmen. Was sind die A-Medien? A-Medien sind für mich Medien wie Bild, Spiegel, Stern, NTV, RTL, Sat1, Süddeutsche. Und das sind auch genau die Medien, die unsere Experten gerne nehmen, und das auch Woche für Woche. Wir haben in der letzten Woche einen Mann, einen Verkaufstrainer zum Handelsblatt vermittelt mit 2 vollen Seiten. Das heißt, wir haben das so gemacht, dass wir uns einen unwahrscheinlich guten Ruf bei den Journalisten erarbeitet haben, hart erarbeitet haben über Jahre. Und die ganz genau wissen, wenn von meinem Unternehmen irgendwelche Experten zu relevanten Themen angeboten werden, dann haben die Hand und Fuß, die liefern, die haben Fachwissen, und das Expertentum steht nie in Frage. Also das sind wirklich Leute, die Mehrwert bieten, und das ist im Endeffekt die Voraussetzung, wie du A-Medien halt gewinnst, über die quasi dann, ja, also ganz Deutschland sieht meine Experten.
Okay, das heißt, du machst für die Medien im Endeffekt eine Vorselektion, dass du einfach denen keinen, ich nenne es jetzt mal Schrott lieferst oder Leute, die keinen geraden Satz sprechen können. Das heißt, die wissen ganz genau, wenn vom David irgendwelche Leute kommen, die A, kennen sich aus, B, können vernünftig kommunizieren, sich artikulieren und passen einfach zum Thema. Kann man so ganz genau, so kann man das zusammenfassen. Fassen, weil der Journalist würde sich ansonsten auch in den Nesseln setzen, wenn er zu irgendwelchen, ich nehme es jetzt mal wie, es gab die ersten Facebook-Skandale und dann hieß es, ist Facebook sicher? Ja. Dann hatte ich den Experten Thomas Erköhler und habe der Bild-Zeitung den Themenvorschlag gemacht, Experte warnt, Facebook wird nie sicher sein. Da muss der Journalist natürlich auch wissen, dass der Experte, um den es gerade geht, die Wahrheit erzählt, weil er einfach mal auf Bildseite 1 online riesengroß dieses Thema gebracht hat. Das heißt, die Journalisten sind meistens gar nicht Experte in allen Themenfeldern und suchen sich danach gezielt Experten und die habe ich. Okay. Bevor wir jetzt gleich nochmal darüber reden, wie man denn überhaupt zu Experte wird und was ich jetzt zum Beispiel tun könnte, um ins Fernsehen zu kommen oder um in diese Medien zu kommen, möchte ich nochmal kurz ein bisschen mit dir zurückgehen. Und zwar hatten wir gerade darüber gesprochen, dass es bei dir nicht schon immer so glorreiche Zeiten gab und auch mal Zeiten, die vielleicht nicht so prickelnd waren, also auch wirtschaftlich, dass du halt nachts wirklich hier noch Zeitungen austragen musstest und, und. Erzähl mal kurz so ein bisschen zu deiner Vergangenheit. Wie war dein Leben vorher, bevor du jetzt hier deiner PR-Agentur so erfolgreich geworden bist? Also im Endeffekt habe ich ja ganz lange gar kein Geld verdient. Das heißt, irgendwann saß ich mit 19 Jahren an meinem Laptop, habe einen Anruf gekriegt, deine Freundin ist auf Kalamilor im Urlaub gesehen worden. Dann sag ich, ja, grüß dir mal lieb, ja, aber mit einem anderen Mann. Fand ich dann nicht so cool. Hab sie dann angerufen und sie sagte mir, das stimmt, ich habe einen neuen. Und dann gab es so ein Lied von den Ärzten, eines Tages werde ich mich rächen. Und dann wollte ich fortan berühmt werden, hatte mich bei sämtlichen TV-Shows beworben, von Big Brother bis zum RTL Lockvogel und bin halt, über Jahre habe ich halt versucht, mich selber mal ins Fernsehen zu kriegen, hat erstmal gar nicht hingehauen. Irgendwann habe ich das dann mal verstanden, dass es gar nicht den Sender gibt, sondern eine Produktionsfirma. Dann hatte ich mal angefangen zu recherchieren und habe genau bei diesem Produktionsfirmen dann angerufen und habe gesagt, was muss ich denn machen, um ins Fernsehen zu kommen? Und dann habe ich das mal verstanden. Da ging es halt so los, dass ich quasi bei der Produktionsfirma gesagt habe, ich baue zum Beispiel ein Floß und fahre mit irgendwelchen Leuten über irgendwelche Becher oder ich hatte zum Beispiel bei RTL BM Thermomix gebaut. Das heißt, ich bin erstmal rein aus dem Hobby raus in diese Medienwelt gekommen und habe da auch relativ, also kein Euro für verdient. Dann hatte ich halt ziemlich lange Protagonisten vermittelt. Das heißt, so die Party-Checker oder das Pärchen, was über den Weihnachtsmarkt läuft und irgendwelche Weihnachtsmärkte bewertet. Und im Endeffekt habe ich das dann ziemlich lange gemacht und hatte dann ziemlich viele journalistische Kontakte. Und nebenbei habe ich dann noch in der JVA gearbeitet in Hagen und war Justizbeamter. Und die Medien waren halt immer mein Hobby. Mein Beruf hat mir am Anfang sehr gut gefallen, am Ende dann leider nicht mehr. Und dann war es dann irgendwann mal der Punkt, wo ich sagte, ich müsste mal langfristig was ändern, weil die Umstände halt in dem Knast, so kann man den nennen, nicht so schön war. Gegen mich wurde über Jahre ermittelt. Ich wurde zusammengeschlagen mehrfach im Dienst, also war gar nicht schön. Und dann habe ich halt gedacht, welchen Strohhalm kann man sich denn nehmen? Und ich habe das ganz lange gar nicht gesehen, was ich überhaupt für eine Macht habe. Viele haben mir gesagt, Mensch, du hast so viele Journalistenkontakte, kannst du da nicht mal was draus machen? Und da gab es ein Beispiel, dass Maskottchen-Startup Best Motivation. Da habe ich mit dem Felix Schumacher zusammengearbeitet und ich habe gedacht, lass uns doch mal versuchen, das Unternehmen in die Medien zu kriegen. Wir waren ja überall, bei der Bild, beim Frühstücksfernsehen. Am Ende war ich sogar ich persönlich im TV-Total Stefan Raab-Kostüm und saß neben Raab auf der Couch. Das heißt, ich hatte halt immer total die tollen Voraussetzungen, aber ich habe nicht gewusst, was ich daraus machen soll. Dann sagte mir irgendwann meine leitende Produktionsfirma, die mit RTL gearbeitet hat, so, wir haben schlechte Nachrichten für dich, du kannst die Protagonisten nicht mehr vermitteln, könntest du uns dann mal Experten vermitteln?
Ja, dann habe ich mir halt dann irgendwann auch mal gedacht, gut, okay, das gefällt mir jetzt gar nicht. Bin einfach wirklich dann faul und frech in die größte Anwaltskanzlei reingerannt und habe denen gesagt, hey, pass auf, mein Freund, könnt ihr hier alles machen, RTL Suchtrechtexperten, Sat.1 Suchtrechtexperten, jeder Suchtrechtexperten, nimmt das doch und macht alles. Und da haben die mal gesagt, ja, wir würden dir übrigens mal gerne einen Posten anbieten als Leiter unserer Öffentlichkeitsarbeit. Und ich wusste noch gar nicht, was das ist. Ich habe da auch nichts hingegen studiert oder sowas. Und dann sagten die halt, wir würden jetzt 8.000 € bezahlen im Monat. Was zahlt der Sender oder was verdienst du so? Und dann habe ich erstmal erfahren oder gemerkt, was das wert ist, diese Kontakte. Und ja, das ist so die grobe Zusammenfassung. Und alleine davor war das ein ziemlich langer Weg, weil ich halt in der JVA auch gar nicht glücklich war. Es ist gegen mich da jahrelang ermittelt worden, weil ein Rocker, das war ein Gefangener, das war ein Rocker von einer berüchtigten Motorradgang, die es auch gibt. Und bei dem wurden einfach ein Handy gefunden und Drogen. Und das war an dem Tag seiner Hauptverhandlung. Das heißt, der gute Mann ist am Morgen aus seiner Stube oder seiner Zelle in einen Gerichtssaal gebracht worden. Und dann habe ich seine Zelle kontrolliert und habe dann halt wirklich ein Handy gefunden und Drogen, habe dann eine Meldung geschrieben und da es der Tag war der Gerichtsverhandlung, habe ich dem Richter eine Nachricht geschrieben. Der gute Mann hat eine viel, viel bösere Strafe gekriegt und kam dann auch wieder, war ganz böse auf mich und hat einen Brief geschrieben an meinen Leiter der Sicherheit und Ordnung und hat gesagt, der David Rollecke, der verkauft Drogen und dealt mit Handys. Ja, das hat dann gar nicht so lange gedauert. Dann hatte meine Justizvollzugsanstalt Hagen eine Strafanzeige gegen mich gestellt bei der Nee. Kriminalpolizei in Hagen. Und dann ja, fing es halt an, dass mich die ersten Gefangenen, die haben angefangen, mich zu warnen, hey, pass auf, hier läuft irgendwas. Und ich habe das alles, ja, komm, hier passiert doch nichts, alles ist gut. Ich bin dann halt monatelang wirklich beleidigt und bedroht worden von den Gefangenen, konnte ein Disziplinarverfahren nach dem anderen schreiben und konnte auch immer auf der gleichen Abteilung bleiben, wo alle dachten, ich sei korrupt. Die Kollegen, total frustriert, haben angefangen, ja, du verkaufst dir doch Sachen und ich, also für mich war es wirklich ein halbes Jahr die Hölle. Und Ja. dann habe ich immer gedacht, ich höre jetzt aber gerade nichts. Und dann kam ein ganz besonderer Moment in meinem Leben und dann kam ein Gefangener zu mir und also es sollten so 4 Gefangene runtergebracht werden in den Besuchsbereich, da war die Kriminalpolizei und dann bin ich mit dem runtergegangen und habe gesagt, hey, pass auf, der eine Gefangene möchte nicht kommen und da sagt der Kriminalpoli, einer von der Kripo zu mir, ja, Sie bringen den runter und der will nicht kommen, ja, wenn das mal kein Zufall ist. Und sage ich, was sind Sie denn so frech? Und dann habe ich den anderen runtergebracht und in dem Fall hatte der irgendwie bewaffneten Raubüberfall und also schon eine brutale Sache. Und da sagte er zu mir, der Ganove, ja, Herr Rollecke wird eingestellt. Da sage ich, bei Ihnen wird eingestellt? Wissen Sie eigentlich, was Sie gemacht haben? Nee, bei Ihnen. Sag ich, warum bei mir? Tja, was meinen Sie, warum die alle hier sind? Die fragen uns, ob sie mit Waffen, die auch dealen. Da hab ich gesagt, was? Die sind jetzt hier und fragen, ob ich mit Waffen deale? Ja, dann bin ich direkt bei dem Herrn für Sicherheit und Ordnung reingegangen, der für mich zuständig war und siehe da, lag meine ganze Personalakte alles auf seinem Tisch. Und ich habe gesagt, die Kriminalpolizei ist hier wegen mir. Und Sie wissen das, und da sagt er, nein, das haben die ihren Namen gesagt, und sage ich, warum liegt meine Akte da? Ich weiß doch, was hier läuft. Da hat er mir nochmal gesagt, nein, hier ist nichts los. Und dann werde ich niemals vergessen, das war dann irgendwann so mein erster Hochzeitstag, also romantisch waren die auch noch. Das war der 24.08.2013, und da hatte ich ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft bei mir im Briefkasten. Da stand dann drauf, Bestechlichkeit im Dienst, Sie sind vorgeladen. Ja, also der Hochzeitstag war dann erstmal im Eimer. Zeitgleich habe ich noch mein Häuschen gebaut, gerade in Breckerfeld. Meine Frau war schwanger und ich dachte, jetzt
bin ich im Arsch. Ja, und dann habe ich mir erstmal Anwältin genommen, ganz schnell, krieg die mal am Wochenende. Und dann haben wir uns erstmal die Ermittlungsakte gezogen und dann habe ich halt erstmal gesehen, was die so Schönes mit mir gespielt haben, meine eigene Dienststelle und wie die quasi alles über mich aufgeschrieben haben, mit dem Gefangenen gesprochen haben und also ganz, ganz böse Sachen. Ende vom Lied war halt, dass das hinten und vorne nicht zusammenpasste und daraufhin wurde es dann auch sofort eingestellt. Und dann wurde sich bei mir ein paar Mal entschuldigt, so sporadisch, aber im Endeffekt war es halt nie wieder das Gleiche. Und ja, dann war halt schon der erste Bruch und auch andere Sachen. Dann bin ich im Dienst dann halt da zusammengeschlagen worden und das war alles so ein Resultat. Das war dann einfach irgendwann nicht mehr schön. Und dann kam es irgendwann zum Punkt, wo ich gesagt habe, das macht mich ja alles krank. Und dann war so ein Morgen, der hatte quasi irgendwie dann auch so mein Leben verändert, muss man sagen. Da lag ich in meinem eigenen Bett und habe überlegt, wie kann ich wirklich mit einem Auto in den Graben fahren, ohne dass ich mich verletze, ohne dass die Versicherung kommt und sagt, das ist Versicherungsbetrug, dass ich einfach mal 4-5 Monate krankgeschrieben bin. Und das war dann der Punkt. Und dann bin ich gefahren. Ja. Dann habe ich genau kurz davor gesagt, nein, habe ich meinen Vater angerufen, habe gesagt, hey Papa, ich wollte gerade das und das. Und dann wurde beschlossen, du kannst da nie wieder hin. Und dann habe ich mich da auch wirklich erstmal krank schreiben lassen und musste das auch erstmal alles aufarbeiten. Ja, und dann hieß es halt, ja gut, okay, wenn du krankgeschrieben bist, kannst du die Mindestpension kassieren irgendwie von 1,4 und dann hätte ich mein Haus gar nicht halten können mit Kindern und sowas, alles ist das total blöd. Und dann hatte ich halt eine Zeitung verteilt die halbe Nacht noch und dass ich mich überall irgendwie durchtingeln konnte. Ja, und dann hat meine Frau gesagt, Schatz, ey, du bist so kreativ, du hast so geile Kontakte, bist so blöd, kannst du da nicht draus machen? Da habe ich gesagt, du hast recht, warum nicht? Und irgendwie habe ich dann angefangen zu rennen und seit heute nicht mehr aufgehört. Und jetzt haben wir halt, natürlich sind wir wirtschaftlich sehr stabil. Mein Unternehmen macht jetzt derzeit Umsätze von 300 bis 550.000 im Jahr. Und jetzt haben wir halt im nächsten Jahr einmal, also über gute Online-Kurse, über schöne Kooperationen und planen wir derzeit mit 1,74 Millionen im nächsten Geschäftsjahr, ja. Geil. Das ist doch mal eine geile Story. Das heißt, im Endeffekt, durch ein ziemlich perverses Hardcore-Mobbing, was du auf deiner Arbeit erlebt hast, weil im Endeffekt war das eigentlich nichts anderes, hast du letztendlich den Absprung geschafft und bist dahin gekommen, wo du jetzt bist, und zwar in einem Leben, was dir auch Spaß macht, wo du einfach glücklich bist. Ja, ganz genau. Ja, okay. Na gut, da sieht man auch mal wieder, dass alles im Leben passiert zu einem bestimmten Grund. Auch wenn du in dem Moment wahrscheinlich damals hier in der JVA wahrscheinlich nicht gewusst hast, warum passiert die ganze Scheiße gerade und warum ausgerechnet mir und alles, du dir gewünscht hättest, dass das nicht passiert ist, ist es rückblickend eigentlich genau gut gewesen, dass es so gekommen ist, oder? Ja, es ist das Beste, was passieren konnte. Dann war es ja auch wirklich so, das war ja eine total veralterte Struktur. Die Leute waren zu 90% frustriert, haben gesagt, noch 30 Jahre bis zur Rente, dann habe ich es geschafft. Habe ich immer gedacht, dann bist du doch tot. Da hat man halt Donnerstag erfahren, wie man in der nächsten Woche arbeiten muss. Und das ist mit Familie auch nicht so schön, wenn man nie weiß, ist man bei dem Kindergeburtstag dabei. Und dachte ich mir, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, jenseits vom Mittelmaß oder sowas, aber ich wollte das Leben nicht führen, dass mir andere halt immer sagen, wann ich Urlaub haben kann und ich wollte halt für die Familie da sein und habe dann einfach beschlossen, dass ich auch mal die Beine in die Hand nehme und auch mal 3 Jahre durchziehe und auch mal 19 Stunden durchziehe, weil irgendwann zahlt sich das, glaube ich, bei jedem aus. Da bin ich mir sehr sicher und bei mir hat es das getan. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast und den möchte ich auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen, weil du hast es gesagt, dann bin ich mal 3 Jahre wirklich gerannt und genau das ist dieser Punkt, dass viele Leute denken, wenn sie sich selbstständig machen, egal in welche Richtung, ob die jetzt eine Autowerkstatt aufmachen oder ein Online-Business, ist völlig unabhängig davon, aber dass viele Leute denken, die machen sich selbstständig und nächsten Monat sind sie Millionär. Das funktioniert einfach nicht. Es dauert eine gewisse Zeit, um eben ein Business vernünftig aufzubauen, um eine Idee umzusetzen und dann natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Und
Das hast du eigentlich da genau so gemacht. Was ist denn für dich so das Beste an deiner Tätigkeit, die du jetzt machst? Was begeistert dich daran? Also im Endeffekt, mich begeistert es, am Anfang war es so ein bisschen Hobby. Da hatte ich mal zum Beispiel so einen Laden, ist günstiger, da hat ein Typ abgelaufen Lebensmittel verkauft. Dachte sich, ist das interessant? Ich brauche mehr Kunden. Ja, sag ich, das ist interessant. Lass mich mal telefonieren. Dann war der so 17 Mal im Fernsehen. Und dann hatte ich zum Beispiel der hat einen Kaminholzverkauf gehabt und das lief nicht so gut. Da hat er gesagt, was können wir da machen? Also da war es noch so ein bisschen hobbymäßig. Da habe ich gesagt, lass mal einen Brennholzverleih öffnen. Kann man nachlesen, Brennholzverleih NRW. War eine deutschlandweite Grillaktion. Dann haben wir einfach einen Scheitel verliehen an den Weihnachtsmarkt und der Brennholzverleih Holz vor der Hütten, den haben wir dafür gegründet. Der hat sehr gut verkauft danach. Aber was reizt mich? Also mich reizt es, mit Experten auf maximal hohem Niveau zusammenzuarbeiten. Das reizt mich richtig. Wenn ich jetzt so Weltklasse Leute sehe, wie zum Beispiel ein Buchlaunch vom Anders Inset, das ist jetzt einfach ein Kunde, der hat meiner Meinung nach ein Weltklasse-Niveau. Das ist ein absoluter Experte. Das sind sensationelle Sparringspartner. Das heißt, ich dachte immer schon, ich bin ganz gut aufgestellt, aber dann sieht man so, wie so Leute auch ihre Teams führen, wie die ihre Steps kontrollieren, wie die so Strategie-Skype-Gespräche führen. Das heißt, da lernt man ganz viel auf hohem Niveau. Und mich reizt es einfach auch, den richtigen Themenaufhänger zu finden, wie ich zum Beispiel weiß, welcher Experte könnte was wozu was sagen und mit den Experten zu wachsen. Das heißt, ich habe auch Rechtsanwälte oder irgendwelche Ärzte, die ganz normal bei mir sind und sagen, ich habe schon gutes Expertenwissen. Meinst du, wir können das in die Medien bringen? Wenn man das dann mitkriegt, die ganze Entwicklung, dass die dann teilweise jede Woche im Fernsehen sind und jeder kennt die und ich weiß dann ganz still in meinem Eckchen, das war ich, das finde ich schon gut. Ja. Das ist natürlich ziemlich geil, ja. Das heißt, wenn du die Leute vermittelst und dann ja im gewissen Sinne auch doch mit dem ziemlichen Stolz auf deine Arbeit guckst, nämlich auf die Bekanntheit der Personen, ist das, oder andersrum, kann man jeden im Endeffekt erfolgreich machen oder tut man sich leichter, wenn man schon einen gewissen Prominenten- oder Expertenstatus hat? Oder kann auch ein absoluter Nobody, den vorher wirklich noch kein Mensch kannte, aber sich in einem Bereich gut auskennt, kann auch derjenige zu einem prominenten Experten werden? Ja, definitiv ja. Was er machen muss, ist, er muss einfach Expertenwissen haben. Dann brauche ich noch keiner kennen. Dann kann er auch über Nacht quasi ein absoluter Experte werden. Er muss einfach nur von, also sein Expertenwissen muss ganz klar sein, darf nie angezweifelt werden und dann können wir so Leute auch zum Shootingstar machen. Definitiv, zu 100%. Was nicht geht, sind halt so diese Leute, die jetzt irgendwie zum Beispiel, ich weiß nicht, es gab jetzt die Digitalisierung, auf jeden Fall dachte dann irgendwie jeder, er müsste über Digitalisierung sprechen. Nur wenn ich bei einem ein Thema Digitalisierung anbiete und ich habe einen Digitalredakteur und der forscht von dem Experten den Lebenslauf, dann kriege ich den nicht unter, weil das halt im Vorfeld ausgesiebt wird. Und so, also dass einer, der ziemlich wenig mitnimmt, der jetzt irgendwie mit 64 meint, er muss noch über Glück und Motivation reden, das ist schwer. Also man muss schon wirklich Meister seines Faches sein. Und dann kann man auch diese steilen Karrieren hinkriegen, bis zum eigenen TV-Format. Also es ist ja auch kein Hexenwerk. Wenn man sich das überlegt, wie entsteht denn sowas? Man hat eine Produktionsfirma, die Produktionsfirma braucht immer neue Themen. Da gibt es ja die verschiedensten. Ich arbeite viel mit Die Antwort GmbH in München. In Köln gibt es noch Vita Media, SEMA Media. Da gibt es ganz, ganz viele. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, Die Antwort GmbH vermitteln jetzt zum Beispiel die Akte Galileo, Frühstücksfernsehen. Und da gibt es halt zahlreiche Beispiele. Ein Beispiel ist das Reisepärchen Love Life Passport. Die hatte ich für 200 Monate übernommen medial. Und die kannte ja auch gar keiner. Und dann hatte ich die ja mit einer ganzen Seite in der Bildzeitung. Das war schon ziemlich gut. Und dann wusste ich halt, hey, pass auf, wenn die mit einer ganzen Seite jetzt in der Bildzeitung sind, dann sehen das alle anderen Medien auch. Da kann ich mal hochpokern. Und dann habe ich einfach beim Frühstücksfernsehen angerufen und habe gesagt, die müssen bei euch in die Show.
Und siehe da, die kam auch in die Show. Und dann weiß man auch, gut, okay, wenn die beim Frühstücksfernsehen sind und bei der Bild, dann hat TAF da auch Interesse dran, weil es ist gerade eine deutschlandweite Kampagne. Das heißt, das waren jetzt auch welche, die mal kurz von 0 auf 100 gegangen sind und die haben dadurch eine richtig große Reichweite gewonnen. Ja. Ja gut, leuchtet absolut ein. Also das kann ich so ein bisschen aus, also jetzt nicht ganz auf dem Niveau, aber so aus auf kleinerem Bereich kann ich das auch bestätigen. Ich hatte ja, bevor ich hier bei mir mit dem Podcasting angefangen habe und so, meine erste eigene Firma war ja eine Outdoor-Firma. Und haben wir viel so Extremsportarten gemacht. Und das war auch, wir sind da mal durch Zufall, sind wir in die Men's Health gekommen, mit einem recht großen Artikel. Und das fand die Redaktion anscheinend ganz cool. Und wir waren dann in der Men's Health Fit for Fun und, ach Gott, ich weiß die anderen Namen gar nicht mehr. Das ist schon über 10 Jahre her oder 15 Jahre oder sowas. Waren wir auf jeden Fall in dem Jahr, waren wir, ich glaube, in irgendwie fast 15 oder 18 Artikel oder Veröffentlichungen, wirklich in namhaften Magazinen haben wir gehabt zu dem Thema, wo ich dann auf einmal der Experte für Wildwasser war und wo es dann halt um solche Sachen ging, weil ich dachte, wow, das war ja krass. Also von daher kann ich mir das gut vorstellen, wie du gerade sagst. Ja, also ich bin der Meinung, dass PR in dem Falle, also es gibt zwei, drei Sachen, die in jedem Fall PR brauchen. Einmal, wenn ich zum Beispiel einen Redner, einen Experten habe, der auf der Bühne über Themen spricht, der möchte gebucht werden, der möchte halt in irgendwelchen Karrieremedien stehen, wo der Chef es liest und sagt, den brauche ich. Das ist jetzt zum Beispiel ein Ding, was gerade ein ganz, ganz böser Trend wird. Deswegen habe ich aktuell sehr, sehr, sehr viele Anfragen von Online-Experten, der Online-Markt. Das heißt, wie du gerade sagtest, mit man muss erstmal 3 Jahre rennen, bevor man Geld verdient. Im Internet erklären die Leute das aber leider anders. Das heißt, es wird halt im Internet geworben mit, hey, komm und in einem Jahr Millionär und komm, meine fette Yacht. Die Yacht ist meistens gemietet für ein Fotoshooting. Die Leute sind nicht so solvent, wie sie aussehen. Und das kann mir keiner erzählen. Also es ist keiner von heute auf morgen Millionär über ein Online-Business. Und da diese Online-Unternehmer halt einen sehr schlechten Ruf haben in dem Fall, kommst du mir jetzt halt so diese hochrangigen Online-Unternehmer und sagen, lieber Dave oder lieber David, pass auf, wir machen unser Business wirklich gut, wir mögen unser Business. Allerdings gibt es so viele schlimme Leute da, gerade die das auch irgendwie total runterhauen. Bring uns mal bitte ein paar namhafte Medien, die ein bisschen Seriosität und Qualität ausdrücken. Und dann wären wir dir relativ dankbar. Und das ist gerade der Trend. Da habe ich wirklich sehr gute Online-Unternehmer, die gerade zu mir kommen und die ich dann auch sehr gut platziere. Einer ist zum Beispiel der Jakob Hager, den habe ich jetzt als Fokusexperten hingebracht. Jetzt planen wir eine TV-Sache zusammen. Das heißt, das sind so diese Onliner, die da wirklich ein Business draus gemacht haben, der auch gut läuft. Und die jetzt sagen, ich will mich jetzt von den Leuten abgrenzen und das kann ich nur mit guter Medienarbeit. Das ist jetzt zum Beispiel klar, auch noch so eine Schiene. Und das dritte ist halt gerade der Startup-Bereich, der ist brutal. Das heißt, was bringt dir das Startups, wenn es jetzt irgendwie keiner kennt? Das heißt, du musst, also Gründergeschichte schlägt Produkt, sage ich immer. Das heißt, du musst mit deinem Startup eigentlich, du musst einfach in die Welt, du musst den Leuten erzählen, dass es dich gibt, die Medien, die Radios, alle müssen über dich berichten und so kriegst du Aufmerksamkeit. Und das sind halt so diese drei Säulen, die in jedem Fall PR und Aufmerksamkeit haben wollen und müssen. Wie und womit verdienst du denn dann jetzt ganz konkret dein Geld? Also wenn ich jetzt als, ich bin jetzt Experte für XY und ich komme zu denen und sage, hey David, ich bin da und da richtig gut drin und bring mich doch mal ins Fernsehen oder in irgendwelche Magazine, Zeitungen oder was auch immer. Wie ist dann der Ablauf und wann muss ich mein Portemonnaie aufmachen? Dein Portemonnaie musst du leider sofort aufmachen. Das heißt, im Endeffekt habe ich ein Geschäftsmodell, das ich derzeit fahre. Ich nehme den Kunden und sage, gut, okay, komm, guck du, wie ich bin, ich gucke, wie du bist. Lass uns bitte 3 Monate testen. Die 3 Monate kosten jetzt halt zum Beispiel, sagen wir mal, 2.500 Euro im Monat. Ist jetzt ein Satz, wofür man halt schon eine gute PR haben kann, auch bei mir persönlich. Und dann guckt der Kunde halt erstmal 3 Monate, wie passt das, wie ist die Zuarbeit, wie sind die Ergebnisse. Ich gucke aber auch, wie ist der Kunde. Ist der Kunde zahlungswillig? Erzählt der Kunde mir wieder mal, er ist total reich und hat am Ende kein Geld?
nervt der Kunde mich, denkt er, ich bin für das Geld seine Vollzeitkraft, das gibt's auch oft. Das heißt, wie ist die Zusammenarbeit? Und meistens ist er dann halt sehr gut. 3 Monate ist ein guter Zeitraum, weil man die ersten 2, 3 Wochen braucht, um wirklich zu gucken, wo kann man anbieten, welche Medien sind für ihn interessant. Dann brauche ich auch Telefontermine oder Skype-Termine oder Redaktionstermine. Und im Endeffekt im 2. Monat kriegen die Leute schon ihre Berichterstattung. Im 3. dann noch mehr. Und ich habe mir das natürlich vertrieblich auch klug ausgedacht. In dem Highlight-Monat läuft der Vertrag aus und dann geht die Reise weiter, ne? Ja, klar. Okay, cool. Hast du bestimmte Branchen, wo du sagst, diese Branchen oder diese Themen laufen besonders gut, oder auch vielleicht im Umkehrschluss, dass man sagt, okay, in den und den Expertenthemen kannst du total vergessen, da geht gar nichts? Also es läuft richtig gut. Anwälte laufen richtig gut. Also Anwälte laufen richtig gut, weil das ist halt so ein Punkt, man hat immer was. Es ist die Air Berlin streikt, Rechtsanwalt sagt, was sie jetzt machen können. Ich vertrete da exklusiv Markus Mingers. Das ist auch derzeit mein einziger Rechtsanwalt. Da haben wir einen schönen Exklusivdeal ausgehandelt. Und das heißt, der hat ein Rechtsthema, interessiert immer die Masse. Es wird immer ein Experte gesucht. Und deswegen gehen die Rechtsthemen gerade richtig gut. Mein Highlight war mit Markus Mingers 16 Medien zusagen an einem Tag. Der gute Mann ist von A nach links von A nach B gehetzt, im TV-Studio da, bei NTV, bei Phoenix, in der Bild, bei Radio Arabella, und also das geht richtig gut, weil ich habe so einen Trick. Ich biete die Themen morgens an vor 8 Uhr. Die Redaktion, kannst du dir vorstellen, die kommen meistens so um 7, dann wird ein bisschen gequatscht, na, wie war gestern, geht dir deine Olle auch auf den Keks oder dein Fußballverein verloren, sind auch nur Menschen. Und dann löschen die meisten erstmal alles, alle Mails, die gekommen sind, außer interne Polizeimeldung. Außer die Polizeiredaktion ist da schon im Hause und die müssen um 9 Uhr in die Konferenz rein. Das heißt, dann so ab 8 Uhr ist eigentlich ein pfiffiger Zeitraum, wo quasi die Mail mal reinkommen könnte. Und wenn man das dann hinkriegt, dass man sagt, sehr geehrter Herr, ich habe ein tagesaktuell deutschlandweit diskutiertes Thema. Zu diesem Thema habe ich, also jetzt bei mir ist ein Beispiel, damit sich deine Hörer auch vorstellen können, worum es geht. Jens Spahn sagte, Organspende muss Pflicht werden. An diesem Morgen war, glaube ich, der medienreichste Tag in meinem Leben, habe ich mir gedacht, ist das rechtens? Hab meinen guten Freund und Geschäftspartner Markus Mingers angerufen, habe gesagt, Markus, ist das rechtmäßig? Und dann gab es ganz interessante Sachen, dass es nicht geht. Und ich wusste ganz genau, wenn ich das Thema vor 8 Uhr fertig serviere, sehr geehrte Redaktion, pünktlich zu den tagesaktuell diskutierten Thema von Jens Spahn, habe ich einen Rechtsanwalt, der dazu Stellung nimmt. Seine Argumentation ist wie folgt zusammengefasst. Bam, 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 bam. Fotos dabei, alles ist dabei. Sie können Herrn Mingers über uns erreichen oder auch Textzeilen daraus nehmen. Ich wusste ganz genau, ich hatte das über meine Journalistenportale gestreut. Ich wusste ganz genau, das wird ein wilder Tag, und er wurde wild. Ich glaube, es waren 16 Berichterstattungen. Und die liebe Assistentin, die Tanja Laut, hatte mir danach gesagt, David, noch einmal so ein Ding, sag mir bitte Bescheid, ansonsten habe ich einen Herzinfarkt. Weil, also das heißt, du musst entweder tagesaktuell anbieten oder so Expertenthemen, Gastbeitrag oder Ratgeberanfrage, das eilt ja meistens nicht. Tagesaktuell ist super. Das ist der Punkt, womit wir richtig punkten. Okay, das heißt, ich muss im Endeffekt das Tagesgeschehen, muss ich einfach mal so ein bisschen verfolgen, welche Themen gerade diskutiert werden, und gucken, habe ich von irgendeinem dieser Themen eine Expertise, wo ich wirklich ruhigen Gewissens sagen kann, jawohl, in dem Bereich bin ich Experte, und dann kann ich versuchen, da irgendwo reinzukommen. Genau, also das ist eine Gruppe, die sehr gut gehen. Rechtsanwälte sind sehr gut. Es sind aber auch ansonsten Experten, sind im Bereich Digitalisierung geht gerade viel. Ärzte sind eine sehr gute Zielgruppe, weil die sind halt vom Leser anerkannt, sind Respektpersonen. Dann gibt's natürlich auch so die Geschichten aus dem Leben, die meistens ganz gut geht.
Was im Moment auch gut geht, ist Finanzexperte. Wobei, da habe ich mir lange, habe ich lange mit gekämpft. Weil wenn man jetzt zum Beispiel der Finanzdienst hat erstmal einen schlechten Ruf, auch bei den Journalisten. Mhm. Und dann immer, ja, das ist Finanzmakler, ja klar. Und dann habe ich irgendwann gedreht, nee, ist ja kein Makler, ist Experte. Und ist wie bei Versicherungen. Ich hatte früher mal eine Versicherungskette, für die sollte ich arbeiten. Und das ging gar nicht, weil jeder gesagt hat, ja, Versicherungsvertreter, genau. Und dann habe ich irgendwann gedacht, musst du umdrehen, Versicherungsexperte. So der Robin Hood der Versicherungsvertreter. Im Endeffekt haben wir nur ein Wort geändert, aber das klingt dann halt schon sehr gut. Was gar nicht geht, sind halt Leute, die gegen irgendwas auspacken wollen. Zum Beispiel, wenn einer jetzt sagt, gut, okay, ich möchte aktiv gegen die Finanzdienstbranche auspacken oder gegen die Versicherungsbranche. Das sind so Themen, die gehen wirklich gar nicht. Und es geht halt nicht die 60-jährige Frau, die jetzt plötzlich Expertin für Glück und Motivation ist. Die ist auch sehr schwer zu vermarkten. Also zusammengefasst, das Schlimmste und Schwerste für mich ist so der Versicherungsvertreter. Das ist medial sehr schwer, damit zu überzeugen. Okay. Cool, haben wir zumindest auf jeden Fall schon mal so eine grobe Richtung, was geht nicht oder was ist erfolgversprechend und was weniger. Jetzt hört sich deine Story ja wirklich mega geil an, wo man denkt so wegen, Mensch, der Junge hat echt einige Scheiße schon erlebt und jetzt hat er es aber geschafft und so eine richtige Bilderbuchkarriere hingelegt. Was war denn bisher so dein größter Fehler, den du als Unternehmer gemacht hast? Oder war wirklich alles immer nur so schön, wie sich das jetzt gerade anhört? Nee, ich habe viele Fehler gemacht. Also der erste Fehler, den ich gemacht habe, war, als ich war kreativ, aber ich war kein Unternehmer. Das heißt, ich hatte gar kein Budget oder ich hatte gar kein Honorar. Also ich wusste gar nicht, was ich nehmen soll. Und dann gerade bei den ersten Fällen habe ich das ja noch im Kleingewerbe gemacht. Da hatte ich ja noch den anderen Job. Und da war ich zum Beispiel beim Zahnarzt und habe dem für 300 Euro PR gemacht. Und habe mich gefreut wie Bolle. Er natürlich auch. Also ich habe im Endeffekt, aber ich hatte noch gar keine Dienstleistung. Das heißt, ich habe irgendwie versucht, komm und wie kannst du das machen? Wie kannst du jetzt irgendwie, ich hatte gar kein Preisgefüge. Und das war quasi mal der erste Fehler. Der zweite Fehler war, immer, dass ich zu lange auf das Sicherheitsgefühl daran gedacht habe, als Beamter zum Beispiel, hey, das ist eine sichere Nummer. Und mein größter Fehler bislang war, im Endeffekt, ich habe eine Zeit lang bei einem Unternehmen, hatte ich so eine Phase, das waren so 4-5 Monate, wo ziemlich viele Kunden an dran kamen, also ziemlich viele. Und wir haben dann irgendwie gedacht, komm, wenn ich doch diese A-Leute nehme, das heißt diese wirklichen Top-Experten, da müssen wir doch nicht die ganzen anderen Leute jetzt irgendwie immer nur ablehnen. A, wirtschaftlich, B, auch weil es echt nette Leute waren. Dann hatten wir auf einmal irgendwelche Kunden, die jetzt zum Beispiel, wenn der normale Experte 2500 zahlt, hatte der Kunde halt 800 zum Beispiel bezahlt. Und wir dachten, da gut, okay, da muss ja schon was klappen. Wenn nicht, dann ist es halt so, ist es nicht so die Welt. So haben wir damals gedacht. Mhm. Aber das waren die Kunden, die uns wahnsinnig gemacht haben, die uns viermal am Tag angerufen haben, weil das für die einfach viel zu viel Geld war. Und dann hatten wir aber auch Experten da drin bei uns in der Kundenkartei, die wir nicht vermitteln konnten, weil die nichts ausgesagt haben, weil die angeblich der Top-Experte für XY waren. Und das heißt, die sind bei den Redaktionen so vor die Wand gefahren. Ich habe so negatives Feedback gekriegt von den Redakteuren, dass ich quasi mir beide Beine rausreißen musste, damit ich die Leute irgendwie überhaupt mal platziert kriege. Die waren unglücklich, ich war unglücklich und das waren halt so Dienstleister und die habe ich dann an meine Redaktion abgegeben und also das war was und da sind wir jetzt komplett von weg. Also das machen wir gar nicht mehr. Da dann eher hochpreisig und eine gute Qualität, als dass wir jetzt irgendwie jeden aufnehmen und versuchen, irgendwie jeden irgendwo unterzubekommen. Das geht nicht, nein. Ja. Ja, macht ja auch wirklich keinen Sinn. Also wenn es müssen alle glücklich sein, wie du schon gesagt hast, da hat ja keiner was von. Der Kunde, der hat dann halt auch, wenn es in Anführungsstrichen günstige 800 Euro sind, wenn der nur, keine Ahnung, 1500 verdient oder sowas, ist es halt trotzdem einfach für den brutal viel.
Und wenn er dann keine Platzierungen bekommt oder die Platzierungen dann auch nicht den wirtschaftlichen Erfolg erbringen, weil die merken, das ist nur eine Pfeife, ist der Kunde unglücklich, du bist unglücklich, die Redaktion ist unglücklich. Das heißt, das ist wirklich eine Lose-Lose-Lose-Situation anstatt Win-Win-Win. Das stimmt. Okay. Wie ist das denn, wenn du... Wenn du mal keinen Bock hast, wie schaffst du es, dich aufzuraffen? Oder gibt es solche Tage bei dir quasi gar nicht? Noch, also die Karibik ist auf jeden Fall ein guter Ort, um aufzutanken. Ich hatte jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt was ganz Skurriles gemacht. Also ich hatte jetzt zum Beispiel einen sehr krassen Jahresausgang. In 2018 hat krass aufgehört. Also das war ein heftiges Jahr für mich. Ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, aber auch heftig. Und dann habe ich halt einfach mal eine Notbremse gezogen und habe gesagt, so, lieber Kunde, der Dezember und der Januar sind frei. Pass. Dafür berechne ich dir aber auch kein Geld. Das heißt, ich habe den Kunden von mir gesagt, ich schicke euch in den Urlaub. Und die haben mich gedacht, ich will die verarschen. Ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht. Sag ich, der Dezember ist medientot, da will keiner was haben, außer die Backrezepte von Oma Bernie oder sowas. Ja. Und im Januar kommt jeder Affe und erzählt einen von meinen Neujahrsvorsätzen. Das kann auch keiner mehr hören. Sag ich, der Dezember und der Januar sind zu. Ich fliege in die Karibik meiner Familie. Ich berechne dir aber nichts. Habe ich aber extra gemacht, weil ich hatte das im Vorjahr mal so, dass ich halt auch dachte, ich habe auch mal Weihnachten. Und so ab dem 15., 17., 12. wollte ich mich dann rausziehen. Ja, und dann kamen halt noch Kunden, haben angerufen, wir müssen uns noch sehen, wir müssen die Taktik besprechen. Und hey, sag ich, ich bin hier mental schon im Weihnachtsstimmung. Und da kamen das auch Leute, kamen dann auch an, ja, aber ich habe den ganzen Monat bezahlt. Wir müssen auch Zwischentage arbeiten. Und boah, also es hat mich genervt, das hat meine Familie genervt. Ja, und deswegen haben wir jetzt wirklich gesagt, Dezember, Januar ist zu. Wir haben kein Geld berechnet. Ich bin im Urlaub gewesen ohne Handy. Meine liebe Assistentin, die Claudi, war zur Not erreichbar. Und ich habe auch gesagt, was soll sein? Ich beziehe kein Gehalt. Also habe ich auch wirklich mal gesagt, die 60.000, die können jetzt auch 60.000 sein, ob die jetzt auf dem Konto sind oder Peng. Also, liebe Kunden, wir machen ab Februar weiter. Ja, geil. Und so habe ich dann also halt neue Kreativität geschöpft und bin jetzt wieder heiß und motiviert. Okay, cool. Also das heißt, dein Trick ist im Endeffekt, sich einfach dann auch mal Auszeiten zu nehmen, um wieder neue Energie zu tanken, mal wirklich vom Kopf her auch wirklich komplett abschalten zu können, dass man aus dem Thema mal raus ist und dann einfach wieder neu durchstarten. Ja, genau. Das Leben ist ja auch zu kurz. Also ich werde spätestens in 2 Jahren werde ich nicht mehr arbeiten. Also ich bin jetzt 36. Das klingt total doof, aber ich höre auf. Also ich bin jetzt gerade auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. Ich suche mir jetzt schon taktische Leute, die quasi mit in meine Unternehmen reinwachsen. Und ich habe da eine Ansicht, ich möchte die Welt noch sehen. Wenn ich mir überlege, von meiner Mama, die Mama ist zum Beispiel sehr früh gestorben. Und meiner Meinung nach war sie sehr viel am Arbeiten und dann irgendwann war meine Mama 8 und dann war ihre Mutter nicht mehr da. Meine Kinder sind jetzt 2 und 4, das Leben ist kurz. Und ich möchte mir jetzt gerade mal ein bisschen so aufbauen, dass ich jetzt gerne nochmal 2 Jahre renne. Aber dann möchte ich auch ein guter Freund und Geschäftspartner, Thorsten Wittmann, der hat mir das auch immer gut erklärt, der jetzt in Buenos Aires lebt. Ich möchte dann einfach um die Welt reisen, meinen Laptop aufklappen, wann ich möchte. Und es läuft trotzdem. Und das ist so meine Vision, die ich habe. Und dann kann ich natürlich im Projekt abhängig wieder was machen. Aber ich möchte nicht mein Sklave sein, dass ich von morgens bis abends arbeiten muss, 16 Stunden am Tag und meine Kinder wissen ja sowieso nicht, ob das jetzt toll ist oder nicht, die verstehen das ja nicht. Also möchte ich dann lieber irgendwie Topfschlagen spielen oder Verstecken oder Blinde Kuh, weil meine Werte sind, ich habe weniger davon, wenn mir 5 Millionen Leute sagen, was ich für ein geiler PR-Manager bin, als wenn meine Kinder sagen, du bist ein toller Papa. Das ist mir viel wichtiger. Absolut. Absolut, ja. Sehr geile Einstellung und das mit dem Reisen, das kann gerade ich sehr gut nachvollziehen und sehr gut verstehen. Also ist genau der richtige, oder weiß ich, der richtige Weg ist immer so blöd gesagt. Also zumindest mein Weg ist es genauso. Also ich bin da 100%ig bei dir. Gibt natürlich auch Leute, die sagen, um Gottes Willen, nee, Reisen. Ich will einfach nur, bin froh, wenn ich zu Hause in meinem Häuschen sitzen kann, was ja auch völlig legitim ist. Aber ich bin da ganz bei dir mit Welt sehen und Reisen und Laptop aufklappen, kurz gucken, Umsatzzahlen passen, Laptop wieder zuklappen und wieder tauchen gehen oder so.
Ja, aber auch genau. jetzt nochmal zu diesen, und das will ich, das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft, und gerade mit Umsatzzahlen passt und mit Online, ich mache dich zum Millionär. Ich habe jetzt vor, ich glaube, 6 Tagen oder sowas über Insta eine Anfrage gekriegt von einem Nikolas, der ist 23, der will, möchte PR haben, und dann habe ich geschrieben, pass auf, und was ist dein Ziel? Weil ich frage die Leute jetzt immer, was ist dein Ziel? Und dann sagte er, ich möchte irgendwie so erfolgreich werden wie die ganzen Onliner und die ganzen Speaker und so reich und Erfolg, und dann habe ich gesagt, gib mir mal deine Nummer. Die meisten haben meine Privatnummer gar nicht, möchte ich auch nicht. Und dann habe ich den mal angerufen, ich habe dem einfach mal erklärt, eins kann ich dir sagen, mein Freund, die ganzen Speaker, die den Dicken machen im Internet, auf den großen Bühnen sind, irgendwie 4 Touren im Jahr machen und dann vor 18 Leuten klatschen und 12 sind die Familie, die haben alle kein Geld. Also das ist so eine Scheinwelt gerade, dieses Internet. Ich verdiene ein gutes Geld. Warum? Weil ich 3 Unternehmen habe. Weil ich Mitarbeiter habe, weil ich Bestandskunden habe, weil ich ein fertiges System habe. Aber der normale Speaker, der da sitzt und auf den Anruf wartet und der Anruf kommt nicht und an den Social-Media-Aktivitäten kann man halt verfolgen, dass die nicht auf vielen Bühnen stehen, die machen damit kein Geld. Wer halt derzeit Geld hat, sind die guten Online-Unternehmer. Aber diese Speaker, die dann irgendwie sich selber einladen und auf Facebook Live gehen und sowas alles und davon riesen Umsatzzahlen reden, das sind die Leute, die mich teilweise früher angepumpt haben, können wir die Rechnung in 100-Euro-Raten teilen. Also deswegen, das ist ein gefährlicher Trend, so diese Außendarstellung. Das ist was mir derzeit gar nicht gefällt. Ja, absolut, da bin ich bei dir. Und was mir auch aufgefallen ist, was in der letzten Zeit, zumindest finde ich, dass, also mir, oder ich habe das Gefühl, dass es so ist, das sind halt irgendwelche Auszeichnungen mit hier, guck her, ich bin der Top-Experte für dies und jenes, irgendwelche Auszeichnungen von irgendwelchen ominösen Vereinen, Magazinen oder sonst was. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, die Masse der Auszeichnungen werden dann für ein paar hundert oder für ein paar tausend Euro gekauft und man nennt sich dann plötzlich den Mega-Oberguru für irgendwas, weil man ausgezeichnet wurde von irgendwas, was man sich gekauft hat. Also ja, das ist dann wahrscheinlich so die Geschichte mit dem Ego, aber da gebe ich dir schon recht, und diese Auszeichnungen, die sind dann natürlich intern auch bekannt, und viele Leute wissen das dann auch einzustufen. Was für mich jetzt gerade auch noch ein gefährlicher Trend ist, ich kaufe mir eine Talkshow, das heißt, es gibt da verschiedene Talkshows, da kommt irgendeiner und sagt, gut, okay, komm hier, du bist interessant, du wärst für meine Talkshow geeignet, und ja, cool, da freue ich mich total. Du musst nur 4.500 Euro bezahlen. Dann kannst du in meine Talkshow rein. Und was? Warum muss ich bezahlen? Ich bin nur der Experte. Und dann sitzen da 4, 5 Leute, klatschen. Und dann läuft da irgendwie angeblich, sehen das, was weiß ich, wie viele Tausende, Hunderttausende Top-Unternehmer. Und im Endeffekt ist es ein kleines Schallstudio, wo 4 Mann sitzen, 20 Zuschauer. Und das wird einem als Ferrari verkauft und ist eigentlich ein alter VW. Und das sind so diese ganzen Trends, die ich gerade ein bisschen gruselig finde. Das stimmt. Also das heißt, Fazit da ist einfach nicht alles sofort glauben, sondern also zwar schon offen sein, aber einfach mal kritisch hinterfragen und mal gucken, was steckt wirklich hinter der Fassade und nicht nur blenden lassen. Ganz genau. Also das ist so ein Ding, und man muss halt auch an sich arbeiten. Und die meisten sehen das nicht. Wenn ich jetzt sehe, wie ein Top-Experte halt sehr solvent ist und sehr viel Geld verdient. Das ist aber nicht so, dass der Top-Experte, der sehr viel Geld verdient, viel auf Facebook unterwegs ist. Wenn ich mir, wie gesagt, nochmal einen Referenzkunden angucke, Thomas Erköhler, das ist ein absoluter Top-Experte im Bereich der Digitalisierung. Der hat seine 4 Keynotes im Monat, der verdient damit seine 23.000 Euro. Und das ist ja so ein Ur-Irrglaube, dass die Leute dann denken, ich werde dann irgendwie der Top-Experte und bin 200 Mal im Jahr auf der Bühne. Nur der Typ verdient einfach mal 20.000 Euro. Aber wenn der 4 Keynotes hat, der hat Vorbereitung bis zum geht nicht mehr. Der hat da keine Standard-Keynote. Dann kommt irgendwie der Stahlkonzern, der sagt, ja gut, okay, das ist interessant. Aber wir möchten viel mehr auf unsere Bereiche. Und der hängt da teilweise 20 Stunden an die Woche und bereitet alles vor. Das heißt, das ist knallharte Arbeit. Geld schenkt dir heute keiner. Nee, das ist richtig. Das sieht nach außen immer so einfach aus, aber wenn man mal dahinter guckt, gerade wo du jetzt angesprochen hast hier mit diesem 20-Jährigen da, der im Social Media berühmt werden will, ich meine, so eine Kim Kardashian und so weiter, das schaut zwar so alles aus, als wenn die in Anführungsstrichen nichts machen, aber
ich glaube, da ist brutal Arbeit dahinter. Also das ist nicht einfach mit mal eben ein Foto posten von irgendwas, sondern das sind brutale Konzepte, die da aufgebaut wurden. Und da steckt so viel Arbeit drin. Ich glaube, das sind viele gar nicht bereit, das überhaupt reinstecken. Nee, du kannst das beste Beispiel nehmen wie mit Lady Gaga. Ich bin mit einem Manager gut befreundet, Mr. Joe Whitney, der hat die ganzen Topmodels unter Vertrag. Der hat mir einen guten Satz gesagt, sagt er, als ich über mein Online-Business gesprochen habe. Mein Buch plane ich 12 Monate am Stück schon, ne? Und das heißt, er hat mir gesagt, Lady Gaga kannte keiner. Irgendwann kam sie raus und alle haben nur gesagt, boah, die Glück gehabt. Aber dass sie 14 Monate davor jeden Plan geplant haben, jeden Schritt, alles drum und dran, das hat keiner gesehen. Das heißt, die Homepage standen, die CDs waren im Verkauf, alles war fertig und dann wurde sie berühmt. Aber sie haben erstmal ganz viel Vorarbeit geleistet und das sieht kaum einer. Ja, genau. Das ist so dieser berühmte Übernachterfolg, ne? Was genau. Der nur 10 Jahre an Vorbereitungszeit gekostet hat. Ja, ganz genau. Cool. David, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, diese möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem ganz kurzen Satz zu beantworten, okay? Ja. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Sicherheit. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Krieg ein Kind. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Mut. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Zu lieb. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Loyalität. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Angst. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gern ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Kiyosaki. Und ich würde mit ihm über sein Buch reden. Wie er dazu kam, so einen tollen Bestseller zu schreiben, Rich Dad Poor Dad. Vervollständige den Satz. Erfolg bedeutet für mich? Harte Arbeit. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Habe ich gerade keine Meinung zu. Also alles irgendwie. Also da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Okay. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's darin und kannst du es empfehlen? Trojanisches Marketing habe ich gelesen als letztes. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Aber als allerletztes habe ich Rich Dad Poor Dad gelesen. Das lese ich wirklich 3-4 Mal im Jahr, weil ich das total toll finde. Weil das einfach so einfach ist. Und das war ein brillantes, ganz einfaches Buch, wie man einfach wirklich einem erklärt hat, wie man mit Geld umgehen kann, wie man Geld verdient. Und genau so erziehe ich meine Kinder nach dem Buch, dass ich jetzt für die Sparbücher anlege, alles drum und dran und denen finanzielle Intelligenz beibringe. Und das ist auch das Buch, was mich halt vermögend gemacht hat, zu 100%. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss 2 recht private Fragen. Was ist dein noch größter, bisher unerfüllter Lebenswunsch? Mein größter unerfüllter Lebenswunsch ist noch unerfüllt, Millionär. Das war mein Wunsch. Das wird in der nächsten Zeit passieren. Aber das war halt was, mich haben alle ausgelacht und haben gesagt, hey, pass auf, du wirst nie 10.000 verdienen. Ich habe gesagt, ich werde Millionär sein und ihr werdet sehen. Das war halt noch ein Lebenswunsch. Und der zweite Lebenswunsch ist, dass ich aufstehe und dass ich mir überlegen kann, ob ich arbeiten möchte oder nicht. Und so weit bin ich noch nicht. Aber das ist noch ein Lebenswunsch, den ich habe, dass ich sage, ich kann aufstehen, ich kann arbeiten oder ich lasse das Handy aus oder den Laptop. Dass ich diesen Luxus habe und ich habe ihn derzeit noch nicht. Ich habe auch immer noch die 70 Sprachmitteilungen in 3 Stunden auf dem Handy und alles. Also, und dass ich abschalten kann. Dass ich halt sagen kann, ich stehe auf, ich arbeite, wenn ich möchte und ich kann abschalten und fokussieren und dann auch zu Hause sein. Das sind so meine beiden größten Lebenswünsche.
Okay, cool. Also für beide drücke ich dir ganz fest die Daumen, aber so wie ich dich jetzt hier schon kennengelernt habe, bin ich mir ganz sicher, das wird Das nicht passt. mehr allzu lange dauern, bis du das dir erfüllen kannst. Nein. Die letzte Frage: Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf dem Weg geben und warum genau diese Tipps? Also der erste Tipp ist, sei mutiger. Ich war nicht mutig damals. War bei der Bundeswehr, war Beamter und im Endeffekt habe ich immer an mir gezweifelt und habe mich immer in die Sicherheit gewogen und habe dann immer gedacht, gut, okay, dann hast du ja gutes Geld als Zeitsoldat oder als Justizbeamter und ja, dann dachte ich, gut, okay, in 2 Jahren kriegst du 20 Euro mehr Gehalt, ist auch schön und also da hätte ich mir, also da hätte ich, würde ich mir jetzt den Tipp geben, sei viel mutiger, mach dein eigenes Ding, zieh durch, gib einfach richtig Gas. Die zweite Sache, die ich mir auf den Weg geben würde, scheiß drauf, was die anderen über dich sagen. Mir haben so viele Leute versucht, meine Vision, meine Träume auszureden. Die haben über mich gelacht und haben gesagt, du wirst es nie hinkriegen, du wirst, aus dir wird nie was, du wirst immer eine Birne bleiben, du bist im Mittelmaß gefangen und sowas alles. Und ich habe mich davon wirklich teilweise noch beeindrucken lassen. Also das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Und die dritte Sache ist, geh besser mit deinem Geld um, würde ich mir sagen, weil mit 20 Jahren war die Disco, die Tankstelle, wo das teure Bier war, oder irgendwelche Klamotten, irgendwelche Autos, die ich mir eigentlich gar nicht leisten konnte. Das heißt, ich war komplett überschuldet. Ich habe das gar nicht, ich war komplett im Konsumverhalten. Ich habe mir auf Raten irgendwie eine Xbox gekauft und sowas, weil ich das total cool fand. Und das heißt, finanziell war das eine Katastrophe. Ich kam zwar irgendwie immer um Runden, weil das Geld war immer da, aber im Endeffekt habe ich einfach viel zu viel Geld ausgegeben für Sachen, die ich nicht haben musste. Und ich hätte mich viel eher weiterbilden müssen. Das habe ich auch viel zu spät gemacht. Und das sind so die Tipps, die würde ich mir dann gerne nochmal geben. Sei hungrig, bleib hungrig, scheiß drauf, was die anderen sagen und pass auf dein Geld auf. Ja, okay, sehr geile Tipps. Also ich erkenne mich da auch ein bisschen drin. Also die hätte ich früher auch gebrauchen können. Das ist richtig. Cool. David, es hat echt einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Wirklich, du Ja. hast eine sehr, sehr coole Story. Super inspirierend, ganz klasse. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können. Also am besten erreichen könnt ihr mich unter der Homepage www.derpr-manager.de oder auf Instagram oder auf Facebook bin ich zu erreichen. Und ja, die Tipps. Deine Hörer können gerne ein Freebie von mir haben, ein E-Book mit 10 Tipps, wie du es wirklich als Experte in die A-Medien schaffst. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, was die von mir haben können. Und da sind eigentlich alle Tipps drin, wie du als Experte sichtbar wirst, was du für Wege einschlagen musst, wer überhaupt dein Ansprechpartner für deine Expertise ist. Also das sind die Tipps, die ich da halt gerne A weitergeben würde. Und ich kann deinen Hörern sagen, stay hungry. Immer, ich habe mir auch immer gesagt, ich war dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, gut, okay, ich habe jetzt ein gutes Geld verdient, es ist gut. Ich habe immer gesagt, I want more, I want more. Und das sage ich immer noch, ich möchte mehr. Nicht mehr Geld, aber mehr Leistung, mehr Erfolg, mehr von allem. Und achtet auf euren Körper, weil wenn ihr irgendwann krank seid und mental schwach, dann bricht alles ein. Absolut, sehr schöne Schlussworte. Danke dir auch für das Freebie. Das werde ich mir auf jeden Fall auch direkt runterladen, weil sowas schadet nie, das zu wissen, wie man Nein. da noch besser wird. Und vielleicht hast du ja für mich auch noch so den einen oder anderen Tipp, dass ich, wie ich mich da auch noch positionieren kann. Sehr geil. Cool. Nein. David, es war wirklich klasse. Und Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktherm.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 587 in das Suchfeld ein und komm sofort auf die passende Seite zu unserem Interview. Ich kann dich auch echt nur ermutigen, geh auf die Seite der PR-Manager.de, schau dir Daves Website einfach mal an. Ich denke, da sind auch noch einige Infos drin, die für dich auch nochmal ganz cool sind, wo du auch noch sicherlich was lernen kannst. Und ja, wer weiß, vielleicht sehe ich dich dann ja auch in den nächsten Fernsehshows und Dave sagt dann, ja, den habe ich da reingebracht. Das wäre cool. Dave, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit Gerne, genommen gerne. hast und uns dein Ach, Wissen, deine super. Erfahrungen geteilt hast. Und die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf so weiteren Kontakt.
Ja, unbedingt. Perfekt. Super. Danke, dass du hier warst. Ciao. Ja, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten? Dann zeige ich dir, wie du in 6 Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. Podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt denke immer daran: Schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.